Willkommen zurück bei Let's Play Limbo. Mein Name ist André, ich bin hier wieder am Start und wir werden jetzt nämlich hier in der dritten Folge mal versuchen, endlich dieses komische Hindernis dort hinten, wo wir eben stehen geblieben waren, zu überwinden. So, und wir sind nämlich immer noch auf der Flucht vor dieser verdammten Spinne und naja, wir waren ja ein wenig weiter als beim Mal davor, sag ich mal, also als irgendwie vorher. Nur, ja, sind wir danach ja auch wieder gescheitert. Naja, wir gucken mal, wie es jetzt läuft. So, eigentlich ging das ja super. Naja, gut. Hängen wir wieder an derselben Stelle wie vor dem letzten Mal. Naja. Wir werden sehen. Ich weiß nämlich voll nicht, wie wir das gemacht haben. Das war reiner Zufall, dass wir es darauf geschafft haben eben. In der letzten Folge. Am Ende. Tja, keine Ahnung. Ich stand ja eigentlich nur schön in der Mitte, ne? Ja, und dann bin ich einfach losgerannt. Ja, genau, ey. Scheiße. Wieso geht denn das jetzt wieder nicht, ey? Mann, ärgert mich ja wieder, ey. Kacke. So, komm jetzt. Junge, schieb an das Ding. Zack. So, hopp. Und hopp. Und hopp. Und lauf, 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 hopp. Und stopp. So. Wie habe ich denn das gemacht? War ich weiter vorne oder... Ich weiß nicht, wir nehmen jetzt nochmal einfach ein bisschen mehr Anlauf, ey. So, 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 so. Ja, geschafft, gut. Also einfach bis zum Ende durchlaufen und abspringen. Abspringen, nicht abspritzen. Ich habe gesagt abspringen. Mann, ihr Perversen. So, hier, weil ihr mich wieder abgelenkt habt, ey. Ich gebe euch gleich ein Dislike dafür. Mann, lenkt mich nicht ab. Scheiße, so, komm. Schieb an. Aber dass da jetzt zum Beispiel kein Checkpoint ist, finde ich ziemlich scheiße. Jetzt ersaufe ich sogar dort schon. Mann. Es wird mit der Zeit nicht besser. Merkt euch das. Das ist überall so. Beim Spielen, wenn man irgendwas nicht schafft, wird es mit der Zeit nicht besser. Wenn man älter wird, werden viele Sachen nicht besser. Und keine Ahnung, ey. Das ist einfach... Eigenartig. So, ich stand ja ziemlich am Anfang und bin einfach durchgerannt. So, jetzt würdest du mal bitte so nett sein, das anheben. Spinne. Das würde mich nämlich freuen. So, heb an. So, lauf durch, lauf durch, lauf durch. Spring und hoch. Gut, das haben wir schon mal jetzt geschafft beim ersten Mal. So. Jetzt müssen wir nur noch das Ding machen. So, komm. Zuck. So, zack. Das war doch sonst auch kein Problem. So, zack. Und jetzt haut nämlich die Spinne ab. Nur ist jetzt meine Frage, wie wir uns dort verstecken. So, und wir könnten eigentlich so machen. So, und dann könnten wir eigentlich uns hier so hinstellen. Ja, 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 ja. Mies. Funktioniert. Coole Sache. So, nicht schlecht. Zack. Zack. Und. Kommt ein Fail, kommt ein Fail. Ne, kommt kein Fail, ne, oder? Läuft das? Läuft, ne? So, Jump runter. So, und irgendwo muss ich hier nämlich jetzt mal Stopp machen, weil ich gerade mal auf die Uhr geschaut habe und aus Zeitgründen, ja, da sind unsere ersten Gegner, aus technischen Zeitgründen nämlich jetzt gleich mal eben weg muss und nämlich an dieser Stelle unterbreche, aber ihr werdet es später im Video gar nicht bemerken. So, ich sag kurz Ciao, ich sag bis später und ihr werdet mich aber gleich schon wiedersehen. Bis dann. Willkommen zurück, liebe Zuschauer. Ich bin wieder da und war gerade ganz kurz weg.
Ja, für euch wird das jetzt sehr wenig Zeit gewesen sein, aber in Wirklichkeit war ich glaube, 2 Tage jetzt nicht hier am Aufnehmen oder einen Tag. Ja, weil ich wirklich kurzfristig weg musste und jetzt zuletzt auch keine Zeit mehr hatte. So, jetzt. Bam! In Arsch. Jetzt wollte ich gerade mal gucken. Ich glaube nämlich, man konnte. Obwohl, was heißt glaube ich, war hier nämlich noch nicht. Aber glaube ich. Ich glaube, ich war hier noch nicht. Aber ich meine jetzt so, ob man hier vielleicht. Die irgendwie. Ja, auch tot. Ob man vielleicht irgendwie die Spinne oder die Reste von der Spinne dort rüberziehen kann. Aber ich bin mir auch nicht so sicher. Wir machen halt einfach mal wieder mit unserem Base Jump. Und das geht nicht. So, kleinen Schluck getrunken und ja, ich weiß auch nicht so recht. Bringt es was, sie zu locken? Na, komm. Komm her, komm. Ja, genau, meine ich doch. Irgendwie, das habe ich aber irgendwie schon mal bei einem Kollegen gesehen, dass das irgendwie nämlich ging. So, dann konnte man nämlich hier rüber und zack, können wir diesen Scheiß hier reinrollen. So, komm, wupp dich. Ja, du sollst dich da nicht rüberrollen, sondern das da mal hinschieben. Komm schon, Mann. Wird das nochmal was? Mann, so jetzt aufgepasst. Ja! Das war ja wohl mal bosshaft. Ja, sah doch gut aus, oder nicht? Also, das nenne ich mal wieder Fail. So, zack. Oh, Mann! Wieder tot, ey! Scheiße! Mist, Mann. So, nochmal ran hier, komm. Und jetzt? Na? Na? Oh, 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 oh! Jetzt, komm, gib ihn. Reiß ihn ab, das Ding. Das ist irgendwie schneeklig, ne? Irgendwelche Gliedmaßen hier abtrennen, ne? So, komm, kleiner Junge. Er will irgendwie die Kugel hier reiten. Das ist irgendwie krank. Du sollst es da einfach mal eben rüberrollen, während ich einen Schluck trinke. Ich bin nämlich gerade voll am Verdursten irgendwie, weil mir mega warm ist hier in meinem Zimmer. Und so, komm, roll ihn rauf da. So, und eigentlich, ja, genau, haut hin. Yes, wir sind die Besten. Das ist ja auch wieder krank. Hey, wir haben ein anderes Kind gefunden. Einen anderen Jungen, hey. Wollen wir spielen? Nein, du bist tot, ne? Ja, aber ich glaube, hier war ich noch. Keine Ahnung, Mann. Ich weiß nicht, ab wo es blind wird. Ich hätte jetzt voll mies ins Mikro rüpsen können. Aber nein, danke. So, komm, hol ihn raus aus dem Käfig. Können wir hier hoch? Ne. Allein das hier, ne? Was bringt das? Oh. Okay. Okay, ich glaube, das war unser Ziel. Irgendwofür brauchen wir das. Wofür weiß ich jetzt auch noch nicht genau. Ich glaube, für hier hinten. So reicht der denn? Eigentlich schon, ne? Warte mal. Schieb ihn mal ganz ran. So, zack, rauf und zack. Genau, haut hin. So, easy, easy going. Und jetzt rennen wir hier mal durch. Und es hat Glucker Glucker gemacht. So, komm. Was ist das denn nun wieder, ne? Ja. Ja, die Stelle kenne ich auch. Ja, viel zu früh. Nein, die Stelle kenne ich auch. Da können wir mal nice über irgendwelche Kinder oder Menschenleichen springen. Das, glaube ich, kennt fast jeder die Szene aus dem Video von Julians Blog, von dem Game Report von Limbo. Und ja, ist irgendwie eine witzige Sache. So, und wir hier auch noch rüberschwimmen zu uns. So, oh, wieder daneben, ey.
Das war nicht so nice. So, aber wir haben ja, wie gesagt, mega geile Checkpoints. Wollen wir jetzt mal schauen. Im Wasser kann man natürlich auch schlecht sprinten, ne? Ja, cool. Easy. Ging gut. Also einfach mal, wie gesagt, so über Kinderleichen springen, ne? Ja, die genau. Die kenne ich auch noch aus einem Video von jemand anderem. Da müssen wir nämlich irgendwas raufziehen. Aber ich bin mal gespannt, ab wann irgendwie mal was kommt, wo ich überhaupt noch nichts gesehen habe. Weißt du, wo ich mal richtig, wo das richtig blind ist. Das ist mega gut so. Oh, können wir ihn auch irgendwie hier runter tun? Ja. Bam. Easy going. Das sieht auch irgendwie krank aus. Was ist das? Das sah irgendwie eklig aus. Boah. Da ist noch so eine Leiche. Auch nicht schlecht. So, und jetzt wollen wir nämlich mal schauen. Oh. Bam. Ja, das ist sehr gut. Ja, da gab es nämlich auch irgendeinen Trick irgendwie von wegen. Auf was man da drauf springen muss. Ja, genau, da oben drauf. So, und hier muss man dann bestimmt nicht darauf. Haha. Ja, das sieht auch wieder sehr gut aus da unten. Da wollen wir nämlich nicht rein. Oh, oh. Ja, die kenne ich, die kenne ich. Zack. So, die müssen wir jetzt locken. Und... Ey, hau mal ab, Junge. Oh, Mann. Gib es ja wohl nicht. So. Oh ja, wie er mir auch die Füße einklemmt, ne? Alter, kannst du nicht mal auf dem Bauch weiter robben, ey? Gibt's ja wohl nicht. Anstatt dass er auf dem Bauch... Oh. Mann, ich hasse diese Falle, ne? Anstatt dass er eben auf dem Bauch ruhig mal bis da hinten weiter sich rollt oder robbt oder dreht oder... Ja! Oh, wieder. Man läuft doch ohne Beine. Heißt doch nicht umsonst, nimm die Beine in der Hand, Mann. Nimm die Beine in die Hand und renne. So, zack. Da müssen wir den ersten nämlich jetzt da einlocken. So, der nächste muss dort rein. Der nächste muss nämlich da rein. Zack. Easy. Lass den Pro ran und das Ganze läuft. Wie war das denn auch? Das Ding sitzt so wie Samuel Koch. Ja, ja. Geile Stelle aus dem Album von Julians Blog. Aber den Spruch kann man sich echt merken. Wirklich, der ist mega geil. Das Ding hat gesessen. Das Ding sitzt, so wie Samuel Koch. Okay, hier haben wir wieder so einen komischen Wagen, wo ich mal irgendwie aber Bock habe, auf die andere Seite zu gehen, um den nämlich mal so zu schieben. Weil ich irgendwie Angst habe. Ja, das ist ja jetzt auch wieder sehr gut. Soll ich den da rüberziehen oder was? Toll. Hä? Was ist das denn für ein Ding? Ja, und dann? Krank. Okay, wir testen mal, was passiert, wenn wir uns ganz festhalten. Okay. Okay, dann ist das Ding schon mal ganz oben.
Aber geht wieder runter, so. Da oben ist noch so ein Teil. Wozu der Wagen ist, kann ich gerade nicht genau sagen. Okay. Ja, wollte ich gerade sagen, da ist er doch tot, oder nicht, ey? Aber ich habe die Lösung bereits in meinem Kopf. So, müssen wir bestimmt so machen. Bis das Teil ganz oben ist. Ja gut, okay. Das war so mein zweiter Versuch und der dritte sitzt. Da müssen wir nämlich ganz außen rum. Also sprich, zack, so, aber egal. Den Rest sehen wir in der nächsten Folge, denn die Zeit ist wieder um. Alles klar, ich sag ciao, bis zum nächsten Mal.